kann man eine Sims 4-Geschichte anhand von einer KI oder AI nur mit ein paar Wörtern in ein paar Minuten mal ebenso erstellen, dass daraus ein Film wird? Das hat die liebe Susu Games geschafft und da möchte ich ein fettes Dankeschön an meinen Herzensmenschen Sunshine rausgeben. Er hat mich auf dieses Video aufmerksam gemacht. Die liebe Susu Games hat einfach die kuriose Geschichte von Bella Goff im Stil der 1950er Jahre anhand von AI erschaffen. Oh. Das gucken wir uns einfach mal zusammen an. Es ist unfassbar. Welcome, dear listeners, to the enigmatic world of Pleasant View, where every house holds secrets and every resident hides a tale. But today we delve into the curious case of Bella Goff, a woman who vanished without a trace, leaving behind a trail of mystery that still haunts the community. Das ist so krass jetzt schon. Das ist so krass. Diese Charaktere. Also ich habe sofort hier die Mädels erkannt. Ich habe sofort Don erkannt. Diese Kleinigkeit. Oh, es ist... Our story begins on a seemingly ordinary day in Pleasant View. The sun was setting, casting long shadows over the Gothic abode. Bella Goth, the matriarch of the family, was last seen by Mortimer in the garden. Wie krass ist das? Ihr müsst ja mal bedenken, wie solche Sachen funktionieren. Du fütterst eine Maschine mit Daten. Also ich habe das bisher nur mit zum Beispiel Fotos gemacht. Dieses Bild mit den Hunden hier ist entstanden, weil ich am besten, momentan funktionieren die meisten auch am besten auf Englisch, gesagt habe, hier, ich möchte einen beigen Mops, ich möchte, dass der so und so guckt, der andere guckt so und so. Und dann wurden mir immer so 4 bis 5 Bilder vorgeschlagen, die ich haben kann oder nicht haben kann. Und dann hast du halt, kannst du das wiederholen, kannst den Text wieder verändern und so weiter. Und kannst dann gucken, ob du irgendein Bild findest, was passt. Aber das sind ja wirklich richtige Filmszenen und dann ja alles in diesem Stil von damals. Du könntest das ja auch zum Beispiel im Retro machen. Also, dass du sagst, irgendwie zukunftsmäßig. Du könntest das sagen, es soll alles gezeichnet sein. Es soll alles... im Comic-Stil sein, es ist fantastisch. Garden, peacefully picking roses. However, her tranquil evening took a sinister turn when she mysteriously vanished without a trace. Mortimer searched frantically, but all that remained were the petals she had plucked, scattered on the ground. And so, the mystery of Bella Goth's disappearance began. The residents of Pleasant View were baffled by her sudden absence. And rumors began to swirl like also das Einzige, was mir manchmal auffällt, ist, dass Bella Goff unterschiedlich aussieht. Auf dem einen Bild hatte sie auf einmal lange Haare, im nächsten hatte sie wieder etwas kürzere Haare. Das Gesicht ist auch mal ein bisschen unterschiedlich. Das kriegen die meistens noch nicht so richtig hin, dass du sagst so, das Face, die Haare bitte auf alles auswirken. Leute, ich habe gesehen, es gibt mittlerweile ganze KI-Models, die aussehen wie echt. Die auch echtes Geld verdienen, die ein Instagram-Profil haben, wo sie ihr Leben teilen mit, oh, ich chill gerade am Strand. Nein, du chillst nicht am Strand, du bist eine KI. Du kannst nicht am Strand chillen. Es ist immer mehr möglich. Vielleicht sitzt auch schon gar nicht mehr ich hier, sondern es ist eine KI. Wenn ihr nicht wollt, dass hier bald eine KI sitzt. Vielleicht macht die sogar einen besseren Job als ich. Aber egal. Dann lasst gerne ein Däumchen nach oben und ein kleines und kostenloses Abo hier, damit wir dieses Jahr noch die 15.000 Abos schaffen. Das wäre mein Herzenstraum. Bitte, bitte, bitte. Danke, danke, danke. Whispers in the wind. Some said that Bella Goth was last seen scaling the deck of Don Lothario's house. Den Lario. Guck mal, das ist nämlich auch ein anderer Don Lothario, eine andere Bella. Aber es ist trotzdem sehr gut dargestellt. Also der Don am Anfang, den hat mir schon am besten gefallen. Notorious Bachelor, known for his charm and roguish ways. Ich sitze auch immer so da. Stell dir mal vor, du bist irgendwo eingeladen bei so einem Kerl. Guck mal, da reagiert sogar mein Mops, ne? Ja, ja. Du guckst in so ein,
keine Ahnung, wollte schon sagen Fernglas, aber das ist ja... Ach, wie heißt das Ding denn? Oh, bitte, schreibt es mir in die Kommentare. Ich komme gerade nicht drauf. Du guckst auf jeden Fall in die Sterne mit so einem... Und machst und drehst dich um und dann sitzt da jemand so... Renn. Einfach renn. Others claim to have witnessed strange lights in the sky on the night of her disappearance, sparking rumors of extraterrestrial involvement. But amidst the speculation and hearsay, one thing remained certain. Bella Goth had vanished without a trace, leaving behind only questions and shadows of doubt. Mortimer Goth, once a pillar of strength in the community, now found himself consumed by grief and desperation. Okay, also, das ist übrigens auch etwas, was ich immer sehr lustig finde. Bei diesen ganzen AI und KI-Sachen, die kriegen ganz oft die Augen und die Hände nicht hin. Also, die Hände hast du auf einmal irgendwie so 11 Finger, 12 Finger und da guckt euch mal die Augen an. Das eine Auge geht nach vorne und das andere so... Kann ich gar nicht. Das ist ein gruseliges Bild. Ein sehr, sehr gruseliges Bild. Da würde ich nicht so grinsen wie er. Da würde ich sagen... Inspiration. His daughter Cassandra, determined to uncover the truth, embarked on a quest for answers... Das ist also... Guckt euch mal den Schädel da an. Die hat ja einen Riesenkopf. Die ist wie... Wie heißen denn diese Puppen? Gab doch eine Zeit lang auch so Puppen mit riesen Köpfen. Oh, guckt euch mal die Gesichter da hinten an. Das, was ist das? Guck mal, die hat durchgehende Augenbrauen. Es ist interessant. Ich sag ja, Leute, ich guck das jetzt nicht, weil ich die Fehler aufdecken will oder weil ich das schlecht machen will. Das hier ist Meisterklasse. Wenn ich könnte, und glaubt mir, ich habe mich damit schon beschäftigt, ich habe schon überlegt, wie kann ich das auch machen, weil ich habe voll Bock, sowas auch mal auszuprobieren und vielleicht auch aktiv dazu mal ein Video zu machen, wie das geht und wie man das macht. Nur alle diese AIs, es gibt 20.000 davon, kosten Geld. Und zwar nicht gerade wenig Geld. Wenn jemand von euch da Ahnung hat, schreibt mich bitte, bitte, bitte gerne an. Auf Instagram zum Beispiel oder auch hier unten in die Kommentare. Wenn ihr mir da was empfehlen könnt, sagen könnt, zeigen könnt, weil... Ja, könnt ihr auch gerne mal sagen, ob ihr die gut findet. Ich hätte voll Bock, wirklich aktiv mal ein Video dazu zu machen, wie man sowas macht und wie mein Endergebnis war. Oder vielleicht auch sogar mal zusammen im Livestream das auszuprobieren und zu gucken, was wir da raus haben. Nur ich brauche dafür aktiv ein gutes Programm. Und ich bin auch bereit, dafür Geld auszugeben. Ich meine, sie hat sogar geschrieben, dass sie mehrere AI-Programme dafür benutzt hat. Ja... Schreibt mir bitte, wenn ihr davon Ahnung habt oder jemanden kennt, der Ahnung hat, dann schickt das Video weiter. Ich will das auch mal machen. Ich hab da Bock drauf. ...that would lead her to the darkest corners of Pleasant View. Meanwhile, Alexander Goth, the youngest member of the family, delved into the realm of science and technology, determined to uncover any clues that might shed light on his mother's mysterious disappearance. And so, dear listeners, the curious case of Bella Goth continues to captivate the imagination of all who dare to peer into the shadows of Pleasant View. For in this quiet suburb, where every smile hides a secret and every secret holds a clue, the truth may yet be revealed. Wow, 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 wow. Einfach nur... Cool. Liebe Susu Games kenne ich eigentlich, also das Video ist eigentlich, wo es mir geschickt wurde, auf TikTok. Aber da gibt es keine Übersetzung drunter. Deswegen habe ich geguckt, ob es das auch auf YouTube gibt. Und ja, dieses Video gibt es auf YouTube. Und es hat gerade mal 213 Aufrufe und das ist wirklich eine Schande. Weil da seht ihr mal, wie unterschiedlich der Algorithmus läuft. Hier hat es einfach, ich glaube, 360.000 Aufrufe. Warte, ich gehe nochmal zurück. Da, 360.000 Aufrufe, während es auf YouTube gerade mal 213 Aufrufe hat. Das ist eine Schande. Ich habe sie jetzt auf beiden Seiten abonniert und natürlich...
natürlich kriegt sie auch hier einen Daumen nach oben. Wirklich, es wäre mir eine Ehre, wenn ihr einfach mal reinschreiben würdet oder kommentieren könntet. Hi, ich komme von Rorania, tolles Video oder so. Das wäre mir eine wirkliche Ehre, weil sie sagt auch, vergesst nicht zu liken und zu abonnieren für Part 2. Also sieht es so aus, als wenn auch noch was weiteres kommen könnte. Würde ich total cool finden, wenn ihr das machen würdet. Vielen Dank, schickt mir immer gerne eure Videos, Ideen, was auch immer. Denn ich kriege so oft von euch Nachrichten, dass ihr sagt, ey, Rora, dank dir habe ich neue Leute kennengelernt. Dank dir finde ich gerade neue Creator, die ich feiere, die ich gucke, die ich unterstütze. Und ich kriege auch aktiv von euch unter den Kommentaren Wünsche, wozu ich mal reagieren soll oder was ich mir mal angucken soll. Und lerne dank euch dann zum Beispiel auch neue Creator kennen, die ich liebe und feiere. Und ich liebe einfach dieses Projekt hier. Ich liebe es, Liebe zu verteilen und einfach an andere, egal wie groß oder klein, mich zu inspirieren und deren tollen Content zu genießen mit euch zusammen. Hier ist noch ein weiteres tolles Video, was du dir angucken solltest. Und hier unten empfiehlt YouTube dir ein Video. Bis zum nächsten Mal. Fühl dich umärmelt. Deine Rania. Ciao.